Hallo und willkommen zurück. Wir können jetzt hier vom Balkon aus die Treppe hochgehen. Und hier erwartet uns. Da ist jemand. Hallo, du da. Bist du der königliche Astronom? Jotzen. Jotzen? Was soll denn das bedeuten? Rombeka sitz sas ditzebük livim. Was? Romka sit sas ditzebük livim. Ja, genau. Danke, Ron. Jotzen und so weiter. Auch an Ilvi. Oh je, der Astronom spricht offenbar eine fremde Sprache. Astronomisch oder so. Ja, das wird es sein. Das war sicher sehr teuer. Tafelkreide. Dürfen wir die Kreide nehmen? Ja, Tafel gucken wir uns auch mal Darf an. Darf ich eine Frage stellen? P-I-N-F Q-V-I-V Oldeflivel Ilf Patft. Dürfen wir nicht. Was da sich dreht und quietscht, ist das Planetensystem. Da unten haben wir mal wieder etwas mit Zahnrädern. Und eine Kurbel. Ahaha, ich weiß schon. Die können wir mit Sicherheit gebrauchen. Am Brunnen fehlt doch auch sowas. Wieso ist der Spot eigentlich eine Kugel? So, das mal einsacken. Dann gucken wir uns das doch mal an. Das ist ganz schön beeindruckend. Ich muss zugeben, ich bin ernsthaft eingeschüchtert. Okay. Ein tiefer, dunkler Schacht, wie mein Leben. Diese Mondsichel ist ganz schön scharfkantig. Aha, nimm sie mit. Und hepp. Haben wir den Brunnen von dem Planetensystem noch ein bisschen demoliert? Da gibt es einen Ölschacht, Zahnräder. Guck dir die mal an. Mit dem Getriebe scheint alles in Ordnung zu sein. Das lasse ich besser in Ruhe. Okay. So wie das Ding quietscht, brauchen wir bestimmt Öl. Lexika und Türklopfer. Wir betätigen mal den Türklopfer. Oder stecken ihn einfach ein. Okay. Jetzt haben wir scharfes Mondornament, ein Türklopfer, eine Kurbel, Kreide und eine die Wäscheleine. Gucken, ob wir da schon irgendwas kombinieren können. Ich glaube, diesen Türklopfer benutzt man eher an einer entsprechenden Tür. Nur so eine Vermutung. Na gut. Nein, die Kurbel scheint für etwas anderes gedacht zu sein. Möglicherweise, und ich hoffe, dass ich mich mit dieser Vermutung nicht so weit aus dem Fenster lehne, dient sie zum Kurbeln. Nein, zum Kurbeln. Wer hätte das gedacht? Gut, dann schau dir mal die Lexika an. Oje, es ist vollkommen durcheinander. Na dann mal los. Ja, okay, dann sortieren wir doch mal die Lexika. Wir haben nämlich hier am Anfang stehen O bis U, dann kommt A bis G, dann V bis Z und H bis N. Das ist natürlich total falsch. Wir möchten das... Ach so, die letzte Stelle ist, glaube ich, leer. Können wir da... Das da... nein. Jetzt habe ich Clickdown falsch. Nochmal. Das dahin. Das dahin. Und dann hätte ich gerne an der leeren Stelle das hier. So, jetzt haben wir A bis G, H bis N, O bis U und V bis Z. Wenn ich nicht total mein Alphabet durcheinander geschmissen habe, stimmt das jetzt. Und ich glaube, das hilft uns, den Astronomen zu verstehen. Hallo? Kannst du mich wirklich nicht verstehen? Was? Wie? Warte mal, ich kann dich ja doch verstehen. Sogar laut und deutlich. Was für ein Glück. Hoffen wir, dass es noch nicht zu spät ist. Zu spät? Wofür? Es gibt große Probleme.
der König, der Brunnen, das Gefüge von Raum und Zeit. Moment, Moment. Eins nach dem anderen. Wir fangen mal von vorne an. Wer bist du überhaupt? Wer bist du überhaupt? Ich bin der königliche Astronom. Der König hätte lieber ein paar Soldaten einstellen sollen. Wo sind die anderen Bediensteten? Geflohen. Und was machst du dann noch hier? Was schon? Die Ruhe bewahren. Wenn die Welt untergeht, dann ist es immerhin egal, wo ich bin, oder? Aber falls ein Held kommt, um die Welt zu retten, dann wird derjenige Hilfe brauchen. Du weißt also, was zu tun ist? In der Theorie, ja. Aber bevor du dir Hoffnung machst, die Chancen stehen schlecht. Naja, damit können wir, glaube ich, leben. Unsere Chancen standen schon die ganze Zeit nicht so gut. Wo finde ich den König? Im Augenblick leider gar nicht. Er hat sich in sein Gemach zurückgezogen. Und das liegt hinter der Tür da oben? Ganz recht. Die Tür lässt sich aber nur öffnen, wenn Wasser im Brunnen fließt. Und der Brunnen ist kaputt, richtig? So kann man das sagen. Okay, gut. Das heißt, wir müssen den Brunnen natürlich reparieren, damit wir da durch die Tür können zum König von Corona. Was ist das Problem mit dem Brunnen? Was ist das Problem mit dem Brunnen? Das Gefüge von Raum und Zeit ist hinüber. Und mit Gefüge von Raum und Zeit meinst du? Dieses Planetenmodell da, ja. Es ist ein sehr mächtiges Objekt. Es treibt nicht nur den Brunnen an, es repräsentiert auch unser Sonnensystem. Es ist ein nahezu perfektes Modell. Oh, wie spannend, wenn man Astronom ist. Lass dich nicht täuschen. Planetenbewegungen, Tageszeiten, Jahreszyklen. Dieses Modell misst in gewisser Weise den Herzschlag unserer Welt. Dabei ist es so genau, dass man fast sagen könnte, die Welt richtet sich nach ihm. Fest steht nämlich, dass beide Einfluss aufeinander haben. Die Welt richtet sich nach dem Modell? Ja! Ist das nicht faszinierend? Das heißt, wenn jemand das Modell repariert, wäre auch das Ende abgehalten? Theoretisch ja. Aber nur jemand von königlichem Geblüt könnte so etwas tun. Es ist einfach zu bedeutend. Aber der König sitzt hinter der Tür fest. Ja. Die sich nicht öffnen lässt. Genau. Weil das Planetenmodell kaputt ist. Das ist das Problem. Himmel, wer denkt sich nur immer diese absurden Mechanismen aus? Gut, aber im Prinzip dafür sind wir gekommen, bis nach Corona gereist, um dieses, ja, das Planetenmodell im Prinzip zu reparieren. Um das Ende abzuwehren, das Ende der Welt. Mal gucken. Vielleicht können wir es ja auch ohne den König machen. Was ist denn mit dem König? Es sieht nicht gut aus. Der König ist sehr geschwächt. Er benötigt das Wasser des Lebens. Aber der Brunnen ist versiegt und der Weg zu seinen Gemächern ist versperrt. Man müsste das Gefüge von Raum und Zeit wieder reparieren. Das würde sowohl den Brunnen als auch die Tür wieder zum Laufen bringen. Leider kann nur der König selbst das tun. Das klingt nach einem Teufelskreis. Es gibt gar keine Lösung. Ich sagte es ja bereits. Es sieht nicht gut aus. Ja, ich finde, wir könnten helfen. Ich könnte doch helfen. Du? Mach dich nicht lächerlich. Nur der König ist bedeutend genug, das Planetenmodell zu reparieren. Ja, aber der König ist nicht da. Lass es mich doch wenigstens versuchen. Was kann schon passieren? Kann die Welt etwa noch mehr untergehen? Da sagst du was. Na also. Sag mir einfach, was ich tun soll. Oh, da gibt es gleich mehrere Sachen. Wie immer. Erst einmal fehlt Öl. Ohne lässt es sich nicht ankurbeln. Aber was viel schlimmer ist, ist, dass einer der 5 Planeten fehlt. Der Flüsterstein. Sagtest du Flüsterstein? Ja, er repräsentiert unseren Planeten im Raumzeitgefüge. Leider ist er verschollen. Na sowas, den Flüsterstein. Den haben wir dabei. Ich hoffe nur, dass der Spot ihn dann auch ausspuckt, wenn wir ihn brauchen. Ich habe noch Fragen wegen dieser Reparatur. Fragen?
Was für Fragen denn? Hast du etwa nicht zugehört? Doch, doch. Aber es ist doch sehr viel Information auf einmal. Schon gut, schon gut. Wo genau drückt denn der Schuh? Ach so, wir brauchen tatsächlich also nur den Flüsterstein und Öl. Ja, das glaube ich, verstehe ich soweit. Ich versuche es lieber allein. Tu das. Dann können wir eigentlich noch ein bisschen was anderes sagen. Wir können ihm schlechte Nachricht bringen. Ihn auf sein Hörrohr ansprechen. Ich bringe schlechte Nachrichten. Nicht sehr originell in diesen Tagen. Aber was soll's? Schieß los. Ich weiß nicht, wir sollten uns vielleicht mit dieser Information ein bisschen zurückhalten. Mir wurde prophezeit, dass ich die Welt zerstöre. Dann lässt er uns bestimmt nicht an dieses Planetensystem ran. Die Askel planen einen Angriff. Die Askel planen einen Angriff. Und dann müssen wir uns beeilen. Nur der König kann uns vor den Askel schützen. Spot hat den Flüsterstein gefressen. Was sagst du da? Du weißt, wo der Flüsterstein ist? Nur in etwa. Mein Haustier hat ihn aufgefressen. Aber das darf doch nicht wahr sein. Wir brauchen den Stein, um das Gefüge von Raum und Zeit zu reparieren. Ohne ihn sind wir aufgeschmissen. Ich hätte ihn lieber rechtzeitig füttern sollen. Dein Gejammere bringt uns auch nicht weiter. Lass dir besser was einfallen. Ich such derweil schon mal mein Seziebesteck. Nicht nötig. Mir fällt schon noch was ein. Nein, nicht Spot aufschnibbeln. Ich könnte noch den ganzen Tag über Probleme reden. Es sieht in der Tat düster aus, mein Freund. Nettes Hörrohr. Was sagst du da? Schon gut. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Was stehst du dann noch hier rum? Los, los, los! Die Zeit rennt uns davon! Okay, wir müssen auf jeden Fall den Flüsterstein aus Spot rausbekommen, bevor der Astronom sein Sezierwerkzeug rausholt. Und wir müssen nur das Planetensystem reparieren. Dazu brauchen wir Öl. Und, da hängt ein Schlüssel. Was habe ich denn da wieder alles übersehen? Das war der Ölschacht, die Zahnräder, der Brunnen, Planetensystemgetriebe. Ach so. Teleskop, Tafel, Lexika. Ich denke, wir gehen mal wieder raus. Und zurück in den Thronsaal. Wir haben einen Schlüssel bekommen. Und da guckt uns ja so frech ein Schlüsselloch entgegen. Das sollte doch passen. Ich glaube, da muss er näher ran. Geh da mal hin. Thronschloss. Schlüssel. Hey, da war ja tatsächlich ein Geheimfach im Thron. Oh Junge, ich kann es kaum erwarten, da reinzugucken. Aufgeklappter Thron sitzt, dann guck mal rein. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Hey, was ist denn das? Eine Zange, eine Säge und ein Kuhfuß? Das ist kein königliches Geheimfach, das ist der königliche Werkzeugkasten. Tja, keine Gold und andere Schätze für uns, aber wenigstens hilfreiche Utensilien. Eine Säge, eine Zange und ein Kuhfuß. Ach, ich wusste gar nicht, dass man das Ding so nennt. Ich hätte das jetzt, keine Ahnung, Brecheisen genannt. Ah, Moment, da können wir doch bestimmt diese Bodenplatte lösen. Ja, damit sollte selbst ich das schaffen. Autsch, oh, Schmerz, oh. Naja, egal, wer braucht schon Schultergelenke, wenn er dafür Mosaikscherben hat? Gut, dann können wir nämlich jetzt das Wandmosaik vervollständigen. Also, das mal damit nutzen. Und jetzt... okay, wir müssen das jetzt richtig... Ich hasse diese Schieberätsel. Aber da fehlen doch immer noch zwei. Hat er das jetzt gemacht? Nein. Er setzt das nicht ein. Warum nicht? Vielleicht erst, wenn es fertig ist. Da muss ich mir jetzt aber nochmal das Wappen angucken, wie das eigentlich aussieht.
Dieses hier. Das hat da so zwei, weiß nicht, schlangenmäßige Dinge unten geschwungen. Oben mehr so wie Flügel, in der Mitte irgendwas Eckiges. Oh Gott, das kann ich mir nie behalten, aber ich versuch's. Ohne das fehlende Teil lässt sich hier wohl nicht viel ausrichten. Ja, du sollst es ja auch da reintun. Ach, egal. Wir schieben erstmal. Wie ich sowas hasse. Oh. Das muss in die Mitte. Das weiß ich noch nicht. Da oben, das da muss auch in die Mitte. Nee, das muss runter. Kommen diese Dinger denn hin? Ach, die, nee, die müssen ganz nach oben. Ach, blöd. Wie war das denn so? Und wenn ich das richtig... Ah, ich glaube, so sieht es schon ganz gut aus auf der Seite. Wenn ich das eben richtig gehört habe, ruft gerade meine Waschmaschine nach mir. Ich muss gerade mal die Wäsche da rausholen und es geht für euch sofort weiter. So, ich habe gerade meine Wäsche aufgehängt und jetzt werde ich hier noch ein bisschen... die Sachen weiterschieben, bis ich das aufs letzte Stück hin richtig habe. Und damit geht's dann beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.